So, ja, ich grüße dich. Hallo, schön, dich wieder zu sehen, zu hören. Also gut, ich sehe dich natürlich nicht, aber du verstehst schon, was ich meine. Es ist der 19.06., gerade ein Tag für gute Laune. Es ist so der Juni wichtig, so die Freude, die Begeisterung, so das weiterzubringen. Und die 6 und die 9 zusammen, das passt eben auch sehr gut. Gute Laune zu haben, das Leichte, das Spielerische, Freudige. Spielerische, habe ich das jetzt gesagt? Ja, einfach gut drauf zu sein und auch zum Beispiel heute eine animierende Rolle zu spielen, eine auflockernde Rolle oder eine weiterbringende. Also das kannst du auch üben. Also das ist ja in erster Linie die Idee, die Aufgabe, also das, was ich dir da jeden Tag sage. Also es ist einfach eine sozusagen eine nette Empfehlung, wie du die entsprechenden Tage gestalten kannst und heute eben gut dies zu generieren. Und mit generieren meine ich einfach Feuer zu bringen, also zu üben, zu trainieren. So, und ja, das ist jetzt eben für den heutigen Tag gut. So ein guter Austauschtag, Kommunikationstag, ein Tag für irgendwelche äußere Belange, also für repräsentative Dinge, so ist das wunderbar. Aber auch zum Beispiel ein wichtiger Tag für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn es darum geht, innere und äußere Bewegungsfreiheit zu erlangen. Ja, dann in der Kommunikation, die 25, ja, falls du Lust hast, Interesse hast, im Gespräch da etwas Gewichtiges vorzubringen oder da eben Einfluss in das Gespräch zu legen, dann kann es eben heute wichtig sein, dies zu tun. Also 19 plus 6 gibt übrigens diese Kommunikationsempfehlung für diesen Tag. Genau, dann kannst du das eben heute so tun. Menschen, die an einem 19.06. geboren sind, ja, die können da sehr geschickt, beweglich, freudig, begeisterungsfähig, kraftvoll agieren. Sie sind gleichzeitig ein bisschen intellektuell, gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen praktisch auch orientiert, beziehungsweise das ist gut, wenn hier eine Art Mischform entstehen kann. Es ist schon in Ordnung mit der 19 an erster Stelle, so eine typisch repräsentative, vielleicht eben auch kommunikative Rolle zu spielen, als Vermittelnde, Vortragende, Verkaufende, so. Natürlich kann das auch etwas anderes sein, also im Dienstleistungssektor eben eine wichtige Rolle spielen, eben eine Dienstleistung erbringen. Aber als Ausgleich, wie gesagt, sollte eben auch immer das Praktische, auch das Körperbetonte dabei sein. Menschen, die am 19.06. geboren sind, die können zum Beispiel eine Verbindung haben mit Menschen, die einem 25. geboren sind oder zum Beispiel am 20.05. oder auf die Tageszahl bezogen, zum Beispiel 17.02. Ja, dann wünsche ich dir heute einen möglichst anregenden, lebendigen Tag. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.